Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich heiße Fatih und heute will ich euch mitnehmen zu meiner Schwarmkontrolle. Weiterhin will ich sehen, wie weit die Honigräume sind, ob ich eventuell schon ernten kann und wie der allgemeine Zustand dieser Völker sind. Ich ziehe meinen Anzug an und bis gleich. So, dann fangen wir gleich mal bei diesem Volk hier an. Ich habe meinen Anzug an. Und jetzt kann mir nichts passieren. Ich nehme euch näher ran. Das ist der erste Honigraum. Über Absperrgitter. Das waren ausgebaute Waben. Einige Mittelwände. Während wir am äußeren Rand immer noch Mittelwände haben, fangen sie schon hier kräftig an zu bauen. Es ist auch etwas Nektar eingetragen. Sieht toll aus. Ein wunderbarer, toller Honiggeruch steigt auf. Frisches Wabenwerk. In der Mitte wurde Platz gelassen. Höchstwahrscheinlich, dass die Königin Stifte legt, aber da wir hier mit Absperrgitter imkern, kann die Königin natürlich auch keine Stifte legen. Super, auch hier wieder im mittleren Bereich Platz gelassen. Außenrum ganz viel Honig und Nektar, etwas Pollen. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Jetzt müssen wir mal schauen, was die da unten machen im Brutraum. Die letzte Honigwabe ziehe ich noch. Sieht super aus. Gut, alles wieder zurück. Jetzt brauche ich meinen Smoker. Der. Uiuiui, der ist schon gut voll, du. So. Kontrolle, alles gut. Ein bisschen Rauch gebe ich. Absperrgitter vors Flugloch. Und hier sieht es gut aus. Solange die Bienen noch unten sind, treibe ich sie noch mal ein bisschen runter. Und schabe hier das Wachs ab, weil ich ja später noch mal das Absperrgitter aufsetzen muss und mir dadurch die Arbeit erleichtern kann. So, super. Also, Schwarmkontrolle. Gehen wir mal direkt. An die Arbeit. Ziehen wir eine Randwabe. Mittelwand wird ausgebaut. Pollen, Nektar, Drohnen, die dicken Dinger hier.
Pollen, Nektar. In der Mitte ein Brutfeld, Brutfeld. Sieht so aus, wie wenn die Königin nicht wirklich den Platz hat, um Brutbretter anzulegen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Drohnenbrut, gestiftet, alle Stadien. Das ist eine wilde Mischung hier. So, hier unten haben wir einen Anbau. Finde ich gut. Ja, da können wir nämlich gleich die Varroa-Kontrolle machen, beziehungsweise die biologische Varroa-Bekämpfung. Stiftle, Brut, verdeckelte Brut. Sieht super aus. Haben wir hier eine Königin? Ist sie zu sehen? Nee, aber was wir hier sehen, sind Weiselnäppchen. Kann man das hier sehen? Und ist bestiftet? Nein, ist nicht bestiftet. Sehr gut. So, da habe ich jetzt diesen Blechdeckel als Auffangbehälter. Und da wird einfach jetzt die Drohnenbrut ausgeschnitten. So, das war's schon. So, die Drohnenbrut habe ich hier abgeschnitten. Das Rähmchen kommt wieder rein. Nächstes Rähmchen. Keine Schwarmzellen zu sehen. Könnten wir eigentlich schon aufhören. Aber ich will noch sehen, wie der allgemeine Zustand ist. Ja, sieht ganz gut aus. Ein Blick auf die Königin wäre natürlich jetzt noch toll. Meine Königinnen sind allgemein nicht gezeichnet. Da unten ist was. Ja. Weiselzelle bestiftet. Weiselsaft drinne. Ich zeig's euch, sieht man's. So, das bedeutet brechen und nochmal richtig schauen alles. Das kann man natürlich nehmen und in den Mund stecken. Mit Made umso besser. Lecker. Echt richtige Pollenwabe mit dem Honigkranz. Und ich kann hier ruhig bleiben. Doch. Alles sauber. Wenn jemand die Königin sieht, darf ruhig kommentieren, bei welcher Minute, bei welcher Wabe er das gesehen hat. Auf Anhieb sehe ich das nicht. Königin aber hat hier auch keinen Platz zum Stiften. Alles voll. Hier sind aber frische Stifte. Die Königin könnte in der Nähe sein. Mhm.
Machen wir noch schnell die Kontrolle fertig. Ne, hier sind keine Weißelzäpfle. Zäpfle. Leerwabe da vorne, der Rand, vom Rand. Setze ich jetzt ins Brutfeld, dass die Königin da richtig schön viel Eier legen kann. Jetzt bin ich wieder der Königin hinterher. Wo ist die? So eine helle, schöne, die ist auffällig, die sieht man eigentlich gleich. Ach, hat sich jetzt wieder verbrochen. Na gut, setze ich die Mittelwand, ausgebaute Mittelwand zwischen zwei schönen Brutbrettern rein, dass die Königin nicht auf die Idee kommt, da Drohnenbrut reinzulegen, wenn da jetzt in der Nähe Drohnenbrut ist. So, das war's. Rein mit euch. Ein bisschen Rauch. Absperrgitter. Honigraum, Folie, Holzdeckel, Blechdeckel, Stein, fertig.